All beings suffer continuously in the six realms. Alle Wesen leiden fortwährend in den sechs Bereichen. Seeing this for myself and never forgetting it. Wenn ich dies für mich selbst erkenne und es niemals vergesse. May I always act with kindness for others. Möge ich immer mit Freundlichkeit anderen begegnen. In order that I may fully benefit others. So dass ich anderen im vollsten Sinne dienen möge. May the compassion and wisdom of Bodhicitta arise within my heart. Möge das Mitgefühl und die Weisheit des Bodhicitta in meinem Herzen aufgehen. May Vajrasattva bless me, that this may happen. Möge Vajrasattva mich segnen, so dass dies geschehen möge. Could just finish there, really, could you? Jetzt könnten wir eigentlich wieder aufhören. When Yanachandra asked me if I would be willing to give a talk at the class, she explained that this year you're exploring Karuna or compassion. Als Yanachandra mir vorgeschlagen hat, ich könnte etwas heute Abend hier erzählen, hat sie mir gesagt, dass wir in diesem Halbjahr Karuna als Thema haben. And I thought, yeah, that's a subject that I feel quite strongly about, that I find quite moving, and it's in a way relatively easy to give a talk about. Und das ist ein Thema, was mir ganz wichtig ist, wo ich starke Gefühle zu habe, was mir wertvoll ist, und deswegen fällt es mir recht leicht, darüber zu sprechen. So I thought, well, I could talk about the four Brahma-Viharas and Metta and Karuna, etc., etc. Und ich dachte, ich könnte über die vier Brahma-Viharas sprechen, über Metta, Karuna und so weiter. And this was months ago, really, wasn't it? It was quite a long time back. Und das ist schon vor Monaten. So I promptly forgot all about it. Und dann habe ich alles sofort wieder vergessen. And then about a week ago, und vor etwa einer Woche, I suddenly remembered that I had to prepare a talk for this class. Fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich einen Vortrag für heute Abend vorbereiten müsste. But I also had to prepare a talk for the Congress. Ich musste ja auch einen Vortrag für den Kongress vorbereiten. And I had to prepare the workshop. Und einen Workshop. And I'm quite busy. Und ich habe im Moment viel zu tun. And I thought, well, it'll be okay. I'll think of something. Und ich dachte, ach, wird schon okay sein. Mir fällt schon was ein. And that morning I was doing a visualization meditation practice. Und an diesem Morgen habe ich eine Visualisation in meiner Meditationsübung gemacht. And actually I do two main meditation practices. Und ich mache eigentlich zwei Hauptmeditationspraktiken. And one of them is the visualization of the figure of Avalokiteshvara. Und eine davon ist die Visualisierung der Figur von Avalokiteshvara. And I thought, well, he's the archetypal Bodhisattva of compassion. Und ich dachte, er ist der archetypische Bodhisattva des Mitgefühls. So I thought, actually, maybe I could just come and give you a talk on Avalokiteshvara. Und deswegen dachte ich, ich könnte einfach kommen und euch einen Vortrag über Avalokiteshvara halten. And then I sat down to meditate and I found myself doing the Vajrasattva practice. Und dann habe ich mich hingesetzt zu meditieren und dann merkte ich, dass ich die Vajrasattva-Praktik machte. Which is the other practice that I quite often do. Und das ist die andere der beiden Praktiken, die ich sehr oft mache. And the version of the Vajrasattva practice which I do, which is slightly unorthodox, begins with those verses. Und die Version dieser Vajrasattva-Praktik, die ich mache, die nicht die ganz orthodoxe ist, beginnt mit diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe. And I was just reciting these verses to myself a few times. Und ich war gerade dabei, diese Verse ein paar Mal mir selbst vorzusagen. And I thought, I could just tell you about that. Und dann dachte ich, darüber möchte ich euch gerne was erzählen. Because thinking those in that verse and those lines, there's so much about compassion. Denn ich denke, in diesen einigen Zeilen, in diesem Vers, ist so viel über Mitgefühl drin. I even thought maybe I could just come and just recite the verses 6 times and chant the mantra or something. Ich dachte, vielleicht könnte ich sogar kommen und diese Verse 6 Mal rezitieren und das Mantra singen und so weiter. But I thought then they're paying quite a lot of money for me to come, so maybe I should do a little bit more. Und dann dachte ich, naja, die bezahlen ziemlich viel Geld, um mich hier rüber zu fliegen. Ich sollte ein bisschen mehr bringen. So what I thought I would do is just explore these few lines, 5, 6 lines of this verse. Also was ich machen möchte, ist diese 5, 6 Zeilen dieses Verses mit euch erforschen. So that's what I'm going to do. Das werde ich jetzt machen. So the first line, I have to take my glasses off to read, because the print is small. But I need to put them on to see people. So it's a bit... Ich muss meine Brille mal abziehen, um das lesen zu können, aber dann muss ich sie wieder aufziehen, um euch sehen zu können. It's called old age. Das nennt man Alter. Anyway, or the other thing I can do is go like that. Das wäre eine Alternative. So the first line is, all beings suffer continuously in the six realms.
Die erste Zeile lautet, alle Wesen leiden fortwährend in den 6 Bereichen. I think what's interesting about that is it isn't only talking about people in the hell realm. Und das Interessante an dieser Zeile ist, dass nicht nur von Wesen in den Höllenwelten die Rede ist. It actually reminds us that all beings are suffering. Es erinnert uns daran, dass wirklich alle Lebewesen leiden. It's relatively easy to see and understand and even empathize with suffering when it's on a big scale. Es ist relativ einfach, Leiden zu sehen und es zu verstehen und Empathie zu empfinden, wenn das Leiden so ein sehr großes, deutliches Ausmaß hat. You know, when we read in a newspaper, we see a report on the television or something about the great atrocities that are happening in the world. Also wenn wir die Zeitung aufschlagen oder etwas im Fernsehen sehen über die großen, schrecklichen Sachen, die in der Welt passieren. And it's fairly easy to look at that and understand that this is suffering. Und es ist relativ leicht, sich das anzuschauen und zu verstehen, das ist Leiden. But this line actually tells us that all beings are suffering. Aber in dieser Zeile steht, dass alle Lebewesen leiden. And I think what it immediately does is it brings it straight back in to your own situation. Und was das macht, ist, dass das einen sofort auf die eigene Situation zurückwirft. Because sometimes, in the same way that the last stage of the Metta-Bhavana can sometimes seem like a Coca-Cola advert. Und genauso wie in der Metta-Bhavana, der letzte Abschnitt der Metta-Bhavana manchmal ein bisschen wie eine Coca-Cola Werbung wirken kann. You know, we have all these nice people of different colors kind of going na na na. Also all diese schönen Leute, netten Leute in verschiedenen Hautfarben, die vor sich hin tanzen. Kind of holding hands and this is like solidarity. Die alle die Hände halten und das zeigt ihre Solidarität. I think sometimes in the same way to think of suffering in such enormous scale isn't really that meaningful. Und genauso ist das, wenn man an Leiden denkt in so einem großen, riesengroßen Ausmaß, dann ist das manchmal nicht so bedeutsam. Or it's meaningful, but it's apart from us. Es hat schon eine Bedeutung, aber es ist einfach weit entfernt von uns. Which means that our response is often either complete indifference or we're completely overwhelmed. Und deswegen ist unsere Antwort darauf oft, dass wir entweder ganz gleichgültig werden oder völlig überwältigt. So in the same way that we can do metta-bhavana and work outwards from ourselves. Und genauso wie wir in dem metta-bhavana von uns selbst ausgehen und nach außen gehen, we can also think of karuna, compassion, as something that we can start to feel in the small situations of our everyday life. Können wir genauso gut von karuna, von Mitgefühl, als etwas denken, was in den kleinen Situationen des Lebens anfängt. And then from there move outwards so that we can take something already developed out into a bigger situation. Und es von dort aus ausweiten, sodass wir etwas, was schon entwickelt ist, einfach in größere Situationen hineintragen. And in the same way that with metta, which is obviously the basis of karuna, we can sometimes feel easily open in the last stage, but actually closed even sometimes with a good friend. Und genauso wie in der Übung der Metta-Bhavana, und Metta ist ja die Basis von Mitgefühl, wie das in der Metta-Bhavana passieren kann, dass wir im letzten Abschnitt ganz viel empfinden, aber eigentlich vielleicht sogar mit einem ganz guten Freund im zweiten Abschnitt uns sehr verschlossen fühlen. Das ist so. Yes, she did it. Yeah. Sounds long in German. 25% longer, I once calculated it. Spanish as well, it's longer. Sorry about that. It's a little linguistic. Consult. 25% länger als Deutsche, wenn man übersetzt. So anyway, the point is that I think we can start to remember that all beings suffer. This is the basic Buddhist teaching. Und das, woran wir uns erinnern können, ist, dass alle Lebewesen leiden. Das ist wirklich eine ganz grundlegende buddhistische Lehre. And that suffering is in fact all pervasive. Und das Leiden durchdringt alles. The very fact that you've been born into a human body. Und eigentlich nur allein schon die Tatsache, dass ihr einen menschlichen Körper angenommen habt, means that suffering is inevitable. Bedeutet, dass Leiden unvermeidlich ist. Suffering is inevitable in all sorts of ways. Leiden ist unvermeidlich in allen möglichen verschiedenen Arten und Weisen. Sometimes we suffer because we want something which we don't have. Manchmal leiden wir, weil wir etwas haben wollen, was wir nicht haben. And this is the very fact that we're aware of not having something. Und gerade diese Tatsache, dass uns bewusst ist, dass wir etwas nicht haben, already indicates suffering. Das ist schon ein Hinweis auf Leiden. It indicates an experience of lack or of need or of want. Es weist auf eine Erfahrung von etwas möchten hin, dass einem etwas fehlt, dass man etwas will.
Anyway, then maybe we're lucky enough, if that's the right expression, to get what we want. Und vielleicht haben wir Glück, wenn das der richtige Ausdruck ist und wir kriegen, was wir wollen. And then we have the suffering of worrying that we might lose it. Dann haben wir das Leiden, dass wir uns Sorgen machen, dass wir es verlieren könnten. And then we have the suffering of losing it. Und dann kommt das Leiden, was darin besteht, dass man es dann irgendwann verliert. Which is completely inevitable. Und das ist völlig unvermeidlich. Because even if everything goes well, for quite a long time, you die. Denn wenn alles gut läuft, selbst dann für eine lange Zeit, irgendwann wird man sterben. So sorry about that. Sorry to start with that. But can you really start a talk on compassion without thinking about suffering? Tut mir leid, dass ich so anfange, aber wie kann man einen Vortrag über Mitgefühl halten, wenn man nicht mit Leiden anfängt? So let's just remind ourselves why the world is like that. Und lass uns kurz uns daran erinnern, warum die Welt so ist. So if we remember, the Buddhist analysis of conditioned existence speaks of three factors or three marks. Wenn wir uns daran erinnern, der Buddha, wenn er die bedingte Existenz analysiert, spricht er von drei Merkmalen des bedingten Seins. So according to the Buddha, in the Buddhist analysis, the world as we know it, the world of phenomena, has three marks or three lakshanas, as they're known. Also dem Buddha zufolge hat die Welt der Phänomene drei Eigenschaften. So the world, the phenomenal world, the world really, us, consists of these three marks, which means that we're all impermanent, insubstantial, and therefore the world is painful. Also die Welt, die phänomenale Welt, wir haben diese drei Merkmale, die darin bestehen, dass es unbeständig ist, unwesenlos und deswegen auch schmerzhaft, leidvoll. So if you were at my talk on Saturday morning, I apologize, I'm repeating to some extent, but there you go. Wenn ihr auch bei meinem Vortrag am Samstagmorgen wart, dann tut's mir leid, einiges davon ist eine Wiederholung, naja. Actually, I don't think anybody was. Aber ich glaube, niemand war hier. So to try and help understand this teaching, there's a traditional image which I find quite helpful. Und um dies wirklich zu verstehen, gibt es ein traditionelles Bild, was ich sehr hilfreich finde. So if you think of a leaf from a tree. Wenn ihr an ein Blatt denkt, ein Blatt von einem Baum. Well, this leaf is obviously it's something that we can get hold of and we can touch. Ein Blatt ist etwas, was wir berühren können, was wir anfassen können. And we can see and feel and smell that it has certain attributes and aspects. Wir können sehen und spüren, fühlen, riechen, dass es bestimmte Eigenschaften hat. So it starts as a bud, which might be quite small, it might be white, it might weigh very little. Es fängt an als eine Knospe, die klein ist, fest, vielleicht nicht sehr viel wiegt, vielleicht weiß. Time passes, the conditions change and the leaf changes. Die Zeit vergeht, die Bedingungen verändern sich und dieses Blatt ändert sich. It opens, its color changes, its shape changes, its form changes, weight changes. Es öffnet sich und das Gewicht ändert sich, die Form, die Farbe ändern sich. Its texture changes, its smell changes. Es fühlt sich anders an, es riecht anders. Time passes and the conditions change and the leaf changes. Und die Zeit vergeht weiter, die Bedingungen verändern sich weiter und auch das Blatt verändert sich weiter. So it might go from green to orange to gold to brown. Es kann von braun orange werden oder golden oder braun. Its texture changes from smooth to kind of crinkly, dusty. Die Oberfläche wird vom glatt verändert sie sich, dass sie allmählich wellig und grob wird. Finally it weighs so little and it falls from the tree. Und zum Schluss ist es ganz leicht und fällt vom Baum. Where it becomes part of the conditions for the next arising sap, which gives birth to another leaf. Und dort wird es zu einem Teil der Bedingungen, die nötig sind, damit zum nächsten Jahr ein neues Blatt entsteht. So it's very obvious if we look at this, that the leaf is impermanent. Es ist vollkommen offensichtlich, wenn wir uns das angucken, dass das Blatt vergänglich ist. We can see very clearly that it came into being because of certain conditions, and that as those conditions ceased to exist, the leaf ceased to exist. Es ist ganz leicht zu sehen, dass dieses Blatt entstanden ist in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen, und wenn die Bedingungen sich ändern oder zu Ende sind, dann hört auch dieses Blatt auf zu existieren. But the Buddhist analysis pushes this a bit further, and this is insubstantiality. Und die buddhistische Analyse geht noch einen Schritt weiter, und das ist nämlich die Lehre der Wesenlosigkeit. So the Buddhist analysis tells us there's nothing within that leaf that has not changed. Die buddhistische Analyse sagt uns, dass innerhalb dieses Blattes nichts ist, was sich nicht geändert hätte. So there's no substance of leaf
around which these other attributes paint themselves or attach themselves. Es gibt keinerlei Substanz dieses Blattes, um die herum sich die anderen Eigenschaften herumgruppieren würden, woran die anderen Eigenschaften sich festhalten könnten. They're only the attributes and only the conditions and only the circumstances that have caused that leaf to exist. Es gibt nur die Eigenschaften und nur die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass dieses Blatt so entstanden ist. And this is true not only of the leaf, but for the tree and for all phenomena. Und das gilt nicht nur für das Blatt, sondern auch für den Baum selbst und für alle Phänomene. All things arise in dependence upon conditions and causes. Alle Dinge entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen und Ursachen. And when those conditions cease to exist, the phenomena ceases to exist. Und wenn diese Bedingungen aufhören zu sein, dann hört auch das Phänomen auf zu sein. Although in its moment it has given rise to new conditions, which will give rise to new phenomena. Obgleich es dann wieder die Bedingung wird für andere Bedingungen, die wieder neue Phänomene hervorbringen. And this was the Buddha's vision, that all things arise in dependence upon a great network of conditions. Und das war die Vision oder das, was der Buddha gesehen hat, dass alle Dinge entstehen in Abhängigkeit von einem riesigen Netzwerk von Bedingungen. And that all these conditions play upon each other. It's a great network of processes of conditions. Dass all diese Bedingungen einander beeinflussen, das ist ein riesengroßer Prozess von Bedingtheit. Each interacting and giving rise to new processes and new conditions again, again and again. Jedes davon interagiert mit dem anderen und bringt neue Bedingungen, neue Phänomene hervor, immer und immer wieder. But we separate the phenomena and we think that the phenomena exists independently. Aber wir trennen die Phänomene von diesem ganzen Netz und denken, dass sie unabhängig existieren. So I believe that I exist independently. Also ich glaube, dass ich unabhängig existiere. And there lies the suffering. Und darin liegt das Leiden. So when Buddhism says that life is suffering, that suffering is inevitable, this is what it's pointing towards. Wenn der Buddha sagt, dass das Leben leidhaft ist, dass Leiden unvermeidlich ist, dann ist das woher das kommt, was damit gemeint ist. Yeah. Sometimes people read about Buddhism and they hear, well, there are these noble truths. And the first one is that all life is suffering. Manchmal lesen die Leute was oder hören was über Buddhismus und dann hören sie die vier edlen Wahrheiten. Und die erste ist, alles Leben ist Leid. And they think, well, no thanks, I don't think I'll bother with that one this lifetime. Und die denken dann, nein, danke, in diesem Leben habe ich darauf keine Lust. I'm just going to have chicken curry. Ich denke, ich gehe lieber irgendwie Pizza essen. A couple of beers and forget about it. Ein bisschen Bier trinken und dann vergesse ich das. But actually it doesn't work. Aber es funktioniert natürlich nicht. So we try to actually live as though we were permanent and we had independent existence. Wenn wir leben eigentlich so, als wären wir ewig, als hätten wir ein unabhängiges Sein. And the fact that life is suffering is not actually life's fault. Und die Tatsache, dass das Leben leidhaft ist, ist eigentlich nicht die Schuld des Lebens. It's just a great mistake that we don't make. Es ist eigentlich nur ein Riesenfehler, den wir alle machen. So we just keep banging our head against this truth. Wir stoßen uns ständig wieder mit dem Kopf an dieser Wahrheit. So there we have it. Ja, so ist das. Suffering is inevitable. Leiden ist unvermeidlich. Because all phenomena are insubstantial and are impermanent. Weil alle Phänomene substanzlos und vergänglich sind. But again and again we try to act as though that were not the case. Und weil wir immer und immer wieder so handeln, als wäre das nicht so. And it's actually quite difficult to get your mind to really deal with that. Und es ist ziemlich schwierig, seinen eigenen Geist darauf zu lenken. Because we're actually kind of asking ourselves to contemplate our own non-existence. Denn in gewisser Weise heißt das, dass wir von uns verlangen, dass wir unsere eigene Nicht-Existenz uns da anschauen. And the mind by its nature doesn't like that very much. Und der Geist mag das nicht von Natur aus. So we kind of struggle. Und darum kämpfen wir damit. So we find something we like and we try very hard to hang on to. Also wir finden etwas, was wir mögen und dann halten wir es mit aller Gewalt fest. And we come across things we don't like and we try very hard to avoid them. Und dann begegnen wir Dingen, die wir nicht mögen und versuchen, so gut es nur irgendwie geht, sie uns vom Hals zu halten. So this is the very basic law of conditionality, perhaps the most basic of the Buddhist teachings. Also das ist diese ganz grundlegende Lehre der Bedingtheit, vielleicht die grundlegendste Lehre überhaupt im Buddhismus. And for that reason all beings suffer in the six realms. Und aus diesem Grund leiden alle Wesen in den sechs Bereichen. There's a version of this which says, slightly different practice, which it starts saying, all beings suffer in the six realms, what a pity. Es gibt eine etwas andere Version der gleichen Praktik, die mit dem Vers beginnt, alle Wesen leiden in den sechs Bereichen, wie schade.
And it really is a pity because in a sense it's we don't need to. Und es ist in gewisser Weise wirklich schade, weil irgendwie wäre das gar nicht nötig. Anyway, the next line says, seeing this for myself and never forgetting it. Die nächste Zeile lautet, wenn ich dies für mich selbst erkenne und es niemals vergesse. And there's actually quite a lot of interest even just in this line. Und selbst in dieser kleinen Zeile ist eine Menge Interessantes drin. So the term is seeing this. Der Begriff heißt, es zu sehen oder zu erkennen. So we're talking about vision, we're talking about wisdom. So wir sprechen von Sehen, von Weisheit. But we see it for ourselves. Aber wir sehen es für uns selbst. So it isn't just a case of reading something that somebody else has realized. Also es geht nicht darum, dass wir etwas lesen, was irgendjemand anders erkannt hat. But actually creating the conditions to be able to really fully experience this for ourselves. Sondern dass wir die Bedingungen in unserem Leben schaffen, um das für uns selbst zu erleben. And it strikes me that this line is also quite could be seen as talking about Smriti and Sampajana. Und es ist interessant, dass diese Zeile, man könnte es auch so sehen, dass da von Smriti und Sampajana gesprochen wird. So actually bringing awareness in Smriti, mindfulness, seeing it for ourselves. Also Gewahrsein da hineinzubringen, Smriti, Achtsamkeit, es für uns selbst zu sehen. And then the Sampajana, the continuity of purpose of never forgetting it. Und dann das Sampajanya, diese Kontinuität unserer Absicht, es wirklich niemals aus den Augen zu lassen. Because so often we have these little little glimpses of this truth. Denn so oft haben wir kleine Einsichten, kleine Ahnungen von dieser Wahrheit. And then we just carry on as if nothing had happened. Und dann machen wir schnell so weiter, als wenn nichts geschehen wäre. I'm sure we've all had these days, and quite often it's in quite big, painful moments of our life. Ich bin sicher, das haben wir alle schon erlebt. Und oft ist das in großen, schmerzhaften Momenten unseres Lebens. Or in great, big, emotionally wonderful moments of our life. Oder in den großen, emotional wunderbaren Momenten unseres Lebens. That we can just be a bit looser with life. Wo wir ein bisschen leichter, lockerer mit dem Leben umgehen können. And we can, as if I may say so, go with the flow of life. Und wenn wir, wenn ich das so sagen kann, mit dem Fluss des Lebens gehen können. But it's amazing how easily we forget that and close down again. Aber es ist unglaublich, wie schnell wir so etwas wieder vergessen und wieder zumachen. So I think it's important to remember these moments, these glimpses of truth. Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, an diese Momente der Einsicht, des Erkennens. And find ways of actually keeping them alive in our own daily practice. Und Arten und Weisen zu finden, wie wir diese Momente in unserem täglichen Üben wachhalten können. Awareness is revolutionary. Bewusstsein, Gewahrsein ist revolutionär. This is one of the first phrases of Sangharakshita that I ever came across. Das war einer der ersten Sätze von Sangharakshita, den ich jemals gehört habe. And it was in Glasgow in 1978. Und das war 1978 in Glasgow. And we went to a kind of congressy thing, but it wasn't anything like as big and organized as what we've just done this weekend. Und wir gingen zu so einer Art Kongress, aber überhaupt nicht so groß und organisiert wie jetzt am Wochenende. And the FWBO had a stall. Und der FWBO hatte einen Stand. And we had a big banner up above that said, awareness is revolutionary. Und wir hatten dieses große Banner über unserem Stand, wo drauf stand, Gewahrsein ist revolutionär. We got a lot of attention actually, it was good. Wir haben eine Menge Aufmerksamkeit damit bekommen, war gut. But it is really true, if you actually think about it, if we're really, really aware, not only of ourselves, but of the effect that we're having on other beings. Und es ist wirklich wahr, wenn wir wirklich uns klar machen, wenn wir wirklich gewahr sind, nicht nur unserer selbst, sondern auch unserer Wirkung auf andere. We really couldn't exploit or be exploited. Wenn das so wäre, dann könnten wir niemanden ausbeuten und könnten auch nicht uns ausbeuten lassen. So I thought this could be my motto. I like this. Awareness is revolution. Und ich dachte, das könnte mein Motto sein. Ich mag das. Gewahrsein ist revolutionär. But I forgot. Und dann habe ich vergessen. Because that's the other side of it, isn't it? It's not just mindfulness, it's continuity of purpose. Denn das ist die andere Seite davon, nicht wahr? Es geht nicht nur um Achtsamkeit, es geht auch um diese Kontinuität der Absicht. Sangharakshita actually once told me that the mindfulness breathing should be my life practice. Sangharakshita hat mir übrigens mal gesagt, dass die Vergegenwärtigung des Atems meine Lebenspraxis werden sollte. And I remember about once every 3 years that he said that. Und so ungefähr alle 3 Jahre erinnere ich mich an diese Empfehlung. I thought, oh, I must do the mindfulness breathing. Und ich denke, oh, ich sollte die öfter machen. Anyway, continuity of purpose is a wonderful thing. Also die Kontinuität der Absicht ist eine ganz schöne Sache, eine wichtige Sache. And it's very easy to lose it. Und man kann sie sehr leicht verlieren.
Has anybody here ever had the experience of feeling very enthusiastic about something and then forgetting about it? Hat jemals hier jemand die Erfahrung gehabt, dass ihr ganz enthusiastisch über etwas wart und dann habt ihr es vergessen? No, very good. I say I'll just go home then. I don't believe you. They forgot. Ah, okay. Ich glaub's nicht. So, it's really a shame when we lose enthusiasm, and it's such a shame when we get disheartened. Es ist wirklich, wirklich schade, wenn wir Enthusiasmus verlieren und wenn wir den Mut verlieren. And we're going to continually come up against conditions that will make us feel disheartened. Und es wird immer wieder passieren, dass wir Bedingungen begegnen, die uns entmutigen. And if we don't realize that, we are going to get disheartened. Und wenn uns das nicht klar wird, dann werden wir eben den Mut verlieren. You know, if we think we're going to find, if for example, you might be naive enough to think that the Western Buddhist order is a perfect order. Zum Beispiel könntet ihr vielleicht naiv genug sein zu denken, dass der westliche buddhistische Orden ein vollkommener Orden sei. Or that the Friends of the Western Buddhist Order is a marvelously perfect organization. Oder dass die FWBO eine fantastisch vollkommene Gemeinschaft sei. Leave. Dann geht raus, jetzt. Because if you don't, you're gonna suffer. Denn wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr leiden. And you're gonna cause suffering. Und ihr werdet Leiden verursachen. Because sometimes blind enthusiasm can also cause suffering. Denn manchmal kann blinder Enthusiasmus auch Leiden verursachen. I confess, this is one of my sins. Ich gestehe ein, das ist eine meiner Sünden. I used to be Catholic. Ich war früher katholisch. When I was first ordained, I really thought I was going to be a bodhisattva within about maybe 6 weeks. When you were ordained? Yeah. Als ich ordiniert wurde, dachte ich, dass ich so ungefähr innerhalb von 6 Wochen vielleicht ein Bodhisattva werden würde. Or maybe a year or two. Like a long time. Okay, vielleicht ein Jahr oder zwei, aber nicht viel länger. And I thought the way to do it was to be really, well, it wasn't that I thought I should be enthusiastic, I was incredibly enthusiastic. Und es war nicht, dass ich dachte, ich solle enthusiastisch sein, ich war unglaublich enthusiastisch. I got a bit enthusiastic. Yeah, keep up with me. I just loved what I'd found in the order, I loved it, I thought, I loved it. Ich liebte einfach das, was ich gefunden hatte im Orden. And I used to try and get people to come and do it, you know. Und ich versuchte wirklich, Leute beim Arm zu packen und dass sie auch in den Orden reinkommen sollten. And I could not understand why other order members did not share my enthusiasm. Und ich konnte nicht verstehen, warum andere Ordensmitglieder meinen Enthusiasmus nicht teilen konnten. And why they were not willing to lead 6 classes a week. Und warum sie nicht 6 Abende pro Woche im Zentrum leiten wollten. And 2 weekend retreats a month. Und 2 Wochenendretreats pro Monat. Etc., etc. Und so weit. And I was quite willing to tell them this. Und ich war durchaus bereit, ihnen das auch zu sagen. God, I was really horrible. Ich war furchtbar manchmal. I sometimes think back and I think, oh my God, how did they put up with me? Manchmal denke ich zurück und denke, meine Güte, wie haben die mich bloß ausgehalten? I was very charming as well, so that probably helped. Ich war auch sehr reizend. Das hat geholfen. But I really did. I mean, I really couldn't understand why people didn't share this kind of desire that I had to really do things. Aber ich konnte wirklich nicht verstehen, warum dieser Enthusiasmus, dieser Wunsch, diese ganzen Sachen zu machen, von anderen nicht geteilt wurde. I think I didn't realize as well that I do have quite a lot of energy and I was younger then, I had a lot more then. Und was mir nicht klar war, dass es ist, dass ich eine Person bin, die sehr viel Energie an sich hat. Und als ich jünger war, hatte ich noch mehr als jetzt. I get really angry when people get tired. Ich wurde richtig wütend, wenn andere müde wurden. Isn't that awful? Ist das nicht furchtbar? Anyway, so enthusiasm can cause suffering as well as, you know, causing it to yourself. You can cause it to other people. Also Enthusiasmus kann auch zu Leiden führen. Man kann sich selbst Leiden zufügen und anderen. But I must say, if I may be so bold. Aber wenn ich so kühn sein darf, Folgendes zu sagen. I sometimes think there is a little bit of a lack of that kind of enthusiasm in the order these days. Ich glaube, heutzutage mangelt es manchmal ein bisschen an dieser Art von Enthusiasmus im Orden. So I hope we find the middle way. Und ich hoffe, wir könnten den mittleren Weg finden. So I sometimes get the feeling, and I might be wrong, and I'm not talking about here, because I have absolutely no idea. It's just more a kind of overall general feeling. Und vielleicht habe ich Unrecht, und ich spreche sowieso nicht von hier, denn ich habe hier keine Ahnung, wie die Sachen sind. Es ist mehr so ein allgemeines Gefühl. That we've kind of lost our missionary spirit.
dass wir unseren missionarischen Geist verloren haben. And while I think there was a lot that was not very helpful or very skillful, und obwohl ich glaube, dass vieles davon nicht sonderlich heilsam oder hilfreich war, I think it would be a shame if I may use that very English expression to throw the baby out with the bathwater. Wäre es schade, wenn ich diese sehr deutsche Redensart gebrauchen dürfte, wenn wir das Baby mit dem Bade auskippen würden. Anyway, as I didn't mean to say all that. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen. But I think as well about the thing about getting disheartened. I think when one is very enthusiastic, it's also very easy to then get disheartened. Ja, die Sache mit der Mutlosigkeit ist, wenn man sehr leicht enthusiastisch wird, dann ist es auch sehr einfach, den Mut wieder zu verlieren. And I think it's very important to find both individually and almost as a culture ways of maintaining enthusiasm without being naive about it. Und ich denke, es ist ganz wichtig, sowohl für den Einzelnen individuell als auch als Kultur, Wege zu finden, wie wir Enthusiasmus behalten können, ohne naiv dabei zu sein. You know, and while I think we need to be sensible about how we work and who we are and how we treat each other. Und obgleich ich denke, dass es wichtig ist, vernünftig zu sein, wie wir mit uns selbst und mit anderen arbeiten, wie wir einander behandeln. Some of the kind of madness, the early days of the movement, was quite creative as well. War doch auch einiges an dieser verrückten Energie der frühen Tage in der Bewegung auch sehr hilfreich und schön. So let's be a bit mad. Also lasst uns ein bisschen verrückt sein. And share what we're enthusiastic about. Und uns gegenseitig sagen, was uns enthusiastisch macht. And share our passions. Unsere Leidenschaften miteinander teilen. I went to read a biography of Steven Spielberg. Ich habe einmal Steven Spielbergs Biografie gelesen. And he was talking about how while he was making a movie, he would wake up every morning. He could hardly sleep. He was so excited about getting back to filming. Und er schrieb, wie er während einmal einen Film drehte, jeden Morgen ganz früh wach wurde. Er war so aufgeregt, dass er kaum schlafen konnte. Er war so aufgeregt, diesen Film zu machen. I was just reading this description of how he felt, and he almost had fire in his veins. Und diese Beschreibung, die er in dem Buch hat, zeigt, dass er fast wie Feuer in den Adern hatte. And this was the man that gave us E.T. Das war der Mann, der uns E.T. gegeben hat. Yeah, which is a wonderful movie, actually. Ein wunderschöner Film. But we've got the Bodhisattva ideal. Aber wir haben das Bodhisattva ideal. So, you know, let's try and keep it enthusiastic. Also lasst uns doch wirklich enthusiastisch darüber bleiben. And may I always act with kindness for others. Möge ich immer mit Freundlichkeit und Güte anderen gegenüber handeln. So this is really meta in action. Das ist meta in Handeln. In Aktion. Which is what compassion is. Und das ist, was Mitgefühl eigentlich ist. So if we remember that compassion is when metta, when a being suffused and filled with metta is faced with suffering. Ist, wenn ein Wesen voller Metta, durchdrungen von Metta ist und Leiden begegnet. Compassion arises. Dann entsteht Mitgefühl. And action follows. Und Handeln folgt. And if the action doesn't follow, und wenn die Handlung nicht folgt, then I think the compassion gets blocked, if you can say that. Dann wird das Mitgefühl irgendwie blockiert, wenn man das so sagen kann. And it kind of feeds back and it isn't meta anymore either. Und geht irgendwie zurück und dann ist es auch nicht mehr wirklich meta. And I think one of the things that happens sometimes with what we think of as compassion. Und was manchmal passiert, ist, dass das, wovon wir denken, es sei Mitgefühl, is that you meet somebody who's in suffering and maybe they're miserable. Dass man jemanden trifft, der leidet, dem es vielleicht ganz schlecht geht. And you kind of open your heart to that person. Und man öffnet diesem Menschen sein Herz. So then there are two miserable people. Und dann gibt es zwei Leute, die sich richtig schlecht fühlen. And it isn't really compassion. Und das ist nicht wirklich Mitgefühl. And that kind of thing is actually very contagious. Und diese Sache ist ziemlich ansteckend. Because then somebody else comes and they find it and they enter that world and then they get miserable as well. Und dann kommt jemand anders nämlich und dann geht er auch in diese Welt hinein und fühlt sich auch schlecht am Ende. And you end up with a great network of interconnected miserableness. Und dann hat man zum Schluss ein großes Netzwerk von wechselseitig verbundener sich Schlechtfühlerei. It's not actually very inspiring. Und das ist nicht sonderlich inspirierend. But of course that isn't true compassion. Und das ist offensichtlich kein echtes Mitgefühl. Because true compassion has as its basis metta. Denn die Basis von echtem Mitgefühl ist Metta. And it has self-metta. Und darin ist auch Metta sich selbst gegenüber drin. So it's not a case of losing yourself and your self-metta by falling into this great world of suffering. Es geht nicht darum, sich selbst und das Eigenmetta zu verlieren, indem man sich in diese Welt des Leidens hineinfallen lässt.
is a way of actually finding actions that allow you to maintain your sense of self-meta while moving out towards the person or the beings that you see as suffering. Es geht darum, Handeln zu entwickeln, das es erlaubt, dass wir unser Eigenmeta behalten und trotzdem unser Herz öffnen und etwas für den Menschen tun, der leidet. I'm very struck by what this line says, which is that may I always act with kindness for others. Es ist für mich ganz wichtig, es berührt mich, was diese Zeile sagt, dass ich doch immer mit Freundlichkeit und Güte für andere handeln möge. It's like kindness isn't actually very enormous. Freundlichkeit ist nicht etwas Riesiges notwendigerweise. And yet a very small act of kindness can have an enormous effect. Und eine kleine Handlung von Freundlichkeit kann eine riesen Wirkung haben. I think one of the things that we often happens when we're faced with suffering is that we feel we need to find a solution. Und was oft passiert ist, wenn wir Leiden vor den Augen haben, ist, dass wir denken, wir müssten eine Lösung finden. And there might not actually be a solution in that moment. Und vielleicht gibt es in diesem Augenblick keine Lösung. But that doesn't mean that we can't move towards the person. Und das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem eine Bewegung auf diesen Menschen zumachen können. And I think when somebody really is suffering, a small act of kindness can make an enormous difference. Ich denke, wenn jemand wirklich leidet, dann kann schon eine kleine Handlung von Freundlichkeit und Güte einen riesen Unterschied machen. I don't mean to sound trivial, but sometimes just making somebody a cup of tea can actually open something up. Ich will jetzt nicht trivial klingen, aber einfach manchmal jemandem eine Tasse Tee anzubieten, kann schon was öffnen. And often quite practical acts of kindness can go a really long way. Und oft können ganz praktische kleine Gesten der Freundlichkeit sehr viel bewirken. Often when somebody's suffering, they go into a very particular state. Und das ist auch so, dass wenn jemand leidet, er in einen ganz besonderen Zustand hineingerät. So I'm thinking if you're with a friend or you're with somebody and they're going through something. Stellt euch vor, ihr seid mit einem Freund oder einer Freundin und die haben eine schwere Zeit. You know, and maybe whatever a relationship's finished, they've had a bereavement, all sorts of things. Was weiß ich, vielleicht ist eine Beziehung zu Ende gegangen oder ein lieber Mensch ist gestorben, sowas in der Richtung. And you can't actually make it better. Und man kann es nicht wieder gut machen für diesen Menschen. You know, we're not Jesus, we can't raise them from the dead. Wir sind nicht Jesus, wir können nicht die Toten wieder aufwecken. We can't go and force the ex-partner to get back with them. Wir können auch nicht dahin gehen und den Ex-Partner dazu zwingen, wieder zurückzukommen. Or whatever. Oder sowas. But actually just to be kind and just listen. Aber einfach freundlich zu sein und einfach zuzuhören. Can go a really long way. Das kann eine riesen Wirkung haben. And I think we block ourselves sometimes by thinking that we need to come up with great big acts of compassion. Und ich denke, manchmal blockieren wir uns selbst, weil wir denken, wir müssen mit riesengroßen Handlungen von Mitgefühl irgendwie herausrücken. So I think it's important to just remember kindness. Also ich denke, es ist ganz wichtig, einfache Freundlichkeit, Güte zu erinnern. Not only in our individual practice, but as a Sangha, I think it's very important to be creating a culture of kindness. Und nicht nur auf individueller Ebene für jeden Einzelnen von uns, sondern auch als Sangha, denke ich, ist es wichtig, eine Kultur dieser Freundlichkeit zu kultivieren. And I don't mean, you know, they're there per you. Und ich meine nicht sowas wie, ach, du Armes. You know, that isn't, I don't mean that. I mean just genuine, real interest in each other. So was meine ich nicht. Ich meine wirklich echte, aufrichtiges Interesse aneinander. Really allowing our lives to touch each other. Uns aneinander wirklich zu erlauben, dass unsere Leben einander berühren. And actually caring about your friend. Und dass unsere Freunde uns wirklich wichtig sind. And your friend's friend. Und ja, die für ihre Freunde. And the friend of your friend's friend. Und so weiter. And in a way just creating that kind of network. Und so aus dieser Art von Netzwerk zu schaffen. When I first got involved, I'm going off the track completely here, but never mind. When I first got involved in the movement, we talked about the three C's. Das ist jetzt eine ganze Ablenkung von dem, was ich machen wollte. Aber als ich anfing in diesem Orden, sprachen wir immer von den drei C's. I don't know if it works in German, but it was communities, co-ops and centers. Im Deutschen funktioniert das nicht, aber das sind Wohngemeinschaften, Betriebe des rechten Lebenserwerbs und Zentren. It doesn't work in German. No. Anyway, never mind. And recently that, I think, has been, and in my opinion, very, it's a good thing, it's been questioned. Yeah. Und in der letzten Zeit, und ich denke, das ist eine ganz gute Sache, wird dies ein bisschen in Frage gezogen. There was a period where I think
You know, there was certainly a culture, or there was perceived to be a culture, where if you didn't live in a community, you weren't really properly practicing. Es gab eine Zeit lang eine Kultur, oder jedenfalls wurde das so wahrgenommen, dass wenn man nicht in einer Wohngemeinschaft lebte, man nicht wirklich richtig ernsthaft praktizierte. And you know, again, I don't mean to throw the baby out of the bathwater. Aber auch in diesem Fall will ich nicht das Baby mit dem Bade auskippen. And I lived 23 years in Buddhist communities. Und ich habe 23 Jahre lang in buddhistischen Wohngemeinschaften gelebt. And find it an incredibly helpful way of living. Und finde es eine unglaublich positive, hilfreiche Weise zu leben. But I think what's important is to go to the value that's behind the form. Aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir hinter die Form schauen, zu dem Wert zurück, der hinter der Form liegt. And the value, if you like, that was behind the form of all three of those things was something to do with collectivity. Und das Wertvolle, was hinter diesen drei Institutionen liegt, ist der Wert des Gemeinschaftlichen. And Sangha. Really. Und Sangha. So I think the core value, if you like, that's behind the thrust that was there in creating residential communities. Also das, was im Kern Wertvolle, das darin lag überhaupt, dass Leute zusammengezogen sind und Wohngemeinschaften gebildet haben, I think is to do really with creating community. War, dass sie Gemeinschaft gebildet haben. And actually creating a community that's not to do with bricks and mortar and places and where people live. Und Gemeinschaft hat nichts damit zu tun mit, wo Leute wohnen und Zement und Stein oder sowas. Although that might very well be a good way of experiencing community. Obgleich das eine ganz gute Weise sein kann, Gemeinschaft zu erleben. But broaden that out to think, well, what is community for me? Aber es ist wichtig, es auszuweiten und sich zu fragen, was bedeutet Gemeinschaft für mich? And I think this community is exactly this, a culture of kindness. Und ich denke, das ist, was Gemeinschaft ist, eine Kultur der Freundlichkeit. A way of actually networking with each other and moving out to each other. Eine Kultur des Netzwerkebildens, dass wir wirklich aufeinander uns zubewegen. And actually caring about the lives of the other people in the Sangha. Und dass uns die Leben der anderen Menschen im Sangha wirklich wichtig sind. As though they were your only child. Als ob sie unser eigenes einziges Kind wären. As the Metta Sutta says. Wie es im Metta Sutra heißt. So really trying to kind of interest ourselves in the other people who create this living community. That's trying to move towards some better value, some higher value. Also wirklich Interesse zu finden an dieser Gemeinschaft, die versucht, einen höheren Wert hervorzubringen. And I think if we have that kind of culture of kindness, it's easier for acts of compassion to happen. Und ich denke, wenn wir diese Kultur der Freundlichkeit, der Güte haben, dann ist es viel leichter, dass wirklich Akte des Mitgefühls passieren. Because I think it would be a culture of metta. Denn das wäre ja eine Kultur des von Metta. So in a way the channels would already be open. Und die Kanäle zwischen uns wären irgendwie schon offen. So that when somebody in our community is suffering, there's an immediate and obvious response to that suffering. So dass wenn jemand innerhalb unserer Gemeinschaft leidet, eine ganz unmittelbare, direkte Antwort auf dieses Leiden, eine Reaktion darauf kommt. And from that basis perhaps we can also learn to move beyond the community. And respond with compassion to the suffering that we see outside. Und von dieser Erfahrung in dieser Gemeinschaft ausgehend, auf dieser Basis können wir dann über die Gemeinschaft hinausgehen und auf die gleiche Weise auf das Leiden außerhalb unserer Gemeinschaft antworten. Because I think if we start by trying to think, you know, there are 6 billion beings in this planet. Also wenn wir damit anfangen zu denken, es gibt 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. And more than 1 billion of those people are living in abject poverty. Und mehr als 1 Milliarde davon lebt in absoluter Armut. And you know, of that 1 billion, more than half are living either in war zones or in places where their life expectancy is years, few years. Und davon lebt die Hälfte in Kriegsgebieten und ihre Lebenserwartung ist vielleicht ein paar Jahre. But if me here with my little practice thinks, what can I do for this 1 billion people? Und ich kann dann schnell denken, ich kleines Ich hier mit meiner kleinen buddhistischen Praxis, was kann ich schon für diese Milliarde Menschen tun? I feel panic or I want to go to bed. Ich fühle mich entweder dann panisch oder ich will schlafen gehen. It's like it's just too much. Es ist einfach zu viel. And yet, if we start from the areas in which we have an influence. Und wenn wir dort anfangen in den Bereichen, wo wir eine wirkliche Wirkung haben. And network with other people who have an influence. Und Netzwerke bilden mit anderen Menschen, die auch eine Wirkung haben. Then I think we actually can start to make a difference. Dann denke ich, dann können wir anfangen, wirklich einen Unterschied zu machen.
There's a saying which is that you can't light up the whole world, but you can put a candle in a corner. Das heißt auch manchmal, dass man zwar nicht die ganze Welt sofort erhellen kann, aber man kann eine Kerze anzünden in einer kleinen Ecke. And if we put candles in lots of corners. Und wenn wir Kerzen in vielen Ecken anzünden. Then maybe somebody out there will see a candle and they'll light a candle to respond. Und vielleicht sieht jemand in der Entfernung unsere Kerze und zündet dann dort auch eine Kerze an. So I think we can start to think about acting outwards from a basis of good kindness and strength of metta. Also ich denke, wir können anfangen, nach außen zu wirken, indem wir von einer Basis von Metta anfangen. And remembering that the basis upon which we're acting is our understanding of conditionality. Und uns daran erinnern, dass die Basis, auf der wir handeln, unser Verständnis der Bedingtheit ist. So we're not responding to suffering because we've been told to respond to it. Also es ist nicht so, dass wir auf Leiden antworten, weil uns gesagt wurde, wir sollten das tun. Or because of some religious tenet that orders us to do that. Oder wegen irgendwelcher religiösen Riten oder Vorgaben, die uns sagen, wir sollen das so tun. But because through our real practice of meditation and our study of conditionality, we've learned on a visceral level that the world is subject to the law of conditionality. Sondern weil wir durch unsere Meditation und durch unser Studium gelernt haben, ganz tief innen drin begriffen haben, dieses Gesetz des bedingten Entstehens. Because the other side of the realization that beings have no substance. Denn die andere Seite dieser Erkenntnis, dass Lebewesen Substanz oder wesenlos sind, is the realization that all beings are interconnected. Ist die Erkenntnis, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. That we're all part of the conditions that rise and fall. Dass wir alle Teil dieser Bedingungen sind, die entstehen und vergehen. That we're part of this network of processes that come into being and cease to be. Dass wir alle Teil dieses Netzes sind von Bedingungen, die entstehen und wieder aufhören. So, there's no phenomenon that has independent existence. Es gibt kein einziges Phänomen, was eine unabhängige Existenz hätte. So the truth of emptiness of Shunyata. Das ist die Wahrheit der Leerheit von Shunyata. Which sounds so massive and difficult to grasp. Und das klingt so riesig und schwer zu verstehen. Says nothing more or less than this. Und dabei besagt es nichts anderes als das. That no being has independent existence. Dass kein Wesen unabhängig von anderen existiert. And there's the image in the sutras of a net, of Indra's net. Und in den Sutren gibt es dieses Bild von einem Netz, von Indras Netz. In which every, in the node of every net, there's a jewel. Und in jedem dieser Knoten zwischen den einzelnen Fäden des Netzes ist ein Juwel. And within that jewel is reflected every other jewel. Und in diesem Juwel werden alle anderen Juwelen reflektiert. And every jewel reflects every other jewel. Und jedes einzelne Juwel spiegelt alle anderen Juwelen wider. And when something tugs at the net, every jewel quivers. Und wenn irgendwo an dem Netz jemand zieht, dann beben alle Juwelen. So when we're in touch from a real experiential basis with that interconnectedness. Und wenn uns das auf einer wirklichen Erlebnisebene, Erfahrungsebene klar ist. The fact that even one being is suffering is enough to disturb us. Dann ist die Tatsache, dass auch nur ein einziges Lebewesen leidet, genügend, um uns zu beunruhigen. So that is the basis of compassion. Und das ist die Basis von Mitgefühl. It's so that we feel better. Damit es uns besser geht. It's not separate. Denn wir sind ja nicht getrennt. It doesn't come from I'm better and so therefore I'm going to help these poor people. Es hat nichts damit zu tun zu denken, ich bin besser und jetzt werde ich diesen Armen mal helfen. It comes from the fact that in this life I've been fortunate. Es kommt von der Basis oder von der Erkenntnis, dass ich in diesem Leben Glück hatte. I've found the Dharma. Ich habe den Dharma gefunden. I've had the opportunity to try and understand this law of conditionality. Ich hatte die Gelegenheit zu versuchen, dieses Gesetz der Bedingtheit zu verstehen. And this brings responsibility. Und das bringt Verantwortung mit sich. Because everything we do impinges on every other being. Denn alles, was wir tun, hat eine Wirkung auf andere. So how you treat your children impinges on the whole universe. Also wie wir unsere Kinder behandeln, hat eine Rückwirkung auf das ganze Universum. How you treat your partner, how you treat your workmates. Wie du deinen Partner, wie du deine Kollegen behandelst, hat eine Rückwirkung. What you do with your rubbish, whether you take a plane or a train. Was wir mit unserem Müll machen, ob wir mit dem Flugzeug fliegen oder mit dem Zug und so weiter. Every action has consequences. Jede Handlung hat Folgen.
So compassion arises when we realize that our actions have consequences. Mitgefühl entsteht dann, wenn uns klar wird, dass unser Handeln Folgen hat. And while we can't save the billion or 2 billion beings that are suffering in a particular way in this planet. Und auch wenn wir nicht die Milliarde oder die 2 Milliarden Wesen retten können, die in einem ganz bestimmten Teil der Welt leben. We can try within our lives to create the conditions for causing less suffering and for dealing with suffering where we do come in contact. Können wir in diesem Leben die Bedingungen dafür leben, Leiden zu lindern und mit dem Leiden lost it, sorry. Where did you lose it? I'm not sure. So we can create these conditions. Wir bringen diese Bedingungen hervor. Because, as I say, everything that we do impinges on everything else. Denn alles, was wir tun, hat eben diese Wirkung auf alles andere. I sometimes think it's actually quite nerve-wracking. Und ich denke, das ist manchmal ziemlich beunruhigend. That awareness is revolutionary. Ja, Gewahrsein ist revolutionär. Partly because it brings responsibility. Unter anderem deswegen, weil es Verantwortung hervorbringt. The higher one's level of awareness or the deeper one's level of awareness. Je höher oder je tiefer unsere Ebene von Gewahrsein, then the more responsibility we have in how we act. Desto mehr sind wir dafür verantwortlich, wie wir handeln. The more we awake, je mehr wir erwachen, the more we realize how much suffering there really is around us. Desto klarer sehen wir, erkennen wir, wie viel Leiden tatsächlich um uns herum ist. So the next line says, in order that I may fully benefit others, may the compassion and wisdom of bodhicitta arise within my heart. Und in der nächsten Zeile heißt es, so dass ich anderen wirklich voll und ganz zu Diensten sein möge, möge das Mitgefühl und die Weisheit des Bodhicitta in meinem Herzen entstehen. And this is the logical, if you like, conclusion of what we've just been saying. Und das ist in gewisser Weise die logische Folgerung dessen, was ich gerade gesagt habe. As we realize more and more the law of conditionality, je klarer uns dieses Gesetz der Bedingtheit wird, we realize the interconnectedness of all beings, erkennen wir die Verbundenheit aller Wesen. Then the idea of self-development becomes meaningless. Dann wird die Idee, uns selbst zu entwickeln, bedeutungslos, sinnlos. Or at least self-development as an end in itself. Oder jedenfalls die Vorstellung, wir könnten uns selbst entwickeln als letztendliches Ziel. So think, if we imagine this network, this net. Denn wenn wir uns dieses Netzwerk, dieses Netz vorstellen. I sometimes have this image of it kind of rather, what's the word, kind of sunk into the mud, let's say. Habe ich manchmal dieses Bild, dass es so im Schlamm versinkt. And as perhaps one jewel starts to rise out of the mud, if I can mix my metaphors completely. Und wenn ich meine Bilder hier völlig vermischen darf, dann stelle ich mir vor, dass ein Juwel sich langsam aus dem Schlamm erhebt. It kind of starts to pull the other ones as well. Und zieht gewissermaßen die anderen allmählich auch aus dem Schlamm hoch. And in a sense, it becomes useless to think that this one little jewel can kind of polish itself and become brighter. Und es scheint dann absurd zu sein, zu denken, dass dieses eine kleine Juwel sich selbst reinigen könnte und alleine sauber werden könnte. While other jewels are still in the mud. Während die anderen noch im Schlamm sind. And this, in a sense, is what the jewel of the bodhicitta is about. Und das ist, worum es bei dem Juwel des Bodhicitta geht. So the bodhicitta, the desire, the will towards enlightenment. Das Bodhicitta, der Wunsch, der Wille zur Erleuchtung. The desire to gain enlightenment not only for oneself but for the sake of all sentient beings. Der Wunsch, nicht nur für sich selbst Erleuchtung zu erlangen, sondern für alle lebenden, für alle fühlenden Lebewesen. The will of your whole being, the orientation of being towards that ideal. Die ganze Orientierung unseres Seins auf dieses Ideal hin. Which sounds so enormous. Das so riesig klingt. And yet in a way is based on this network of acts of kindness. Und dass sich einfach letzten Endes auf diesem Netzwerk gründet von Handlungen der Güte, der Freundlichkeit. But it's not only the compassion of the bodhicitta, it's the wisdom of the bodhicitta. Und darin liegt nicht nur das Mitgefühl des Bodhicitta, sondern auch die Weisheit des Bodhicitta. And traditionally we're told that the bodhicitta, this will towards enlightenment, can arise in one because of the resolution of a particular tension. Und traditionell wird uns gesagt, dass dieses Bodhicitta in einem erwachen kann, weil eine ganz bestimmte Spannung aufgelöst wird. And this tension is the tension between a desire to withdraw from the world and a desire to involve oneself in the world.
Und diese Spannung liegt darin zwischen dem Wunsch, sich von der Welt zurückzuziehen und dem Wunsch, sich in die Welt hineinzubegeben. So there are two tendencies or trends that are moving your being in opposite directions. Es gibt zwei Tendenzen, zwei Neigungen oder zwei verschiedene Richtungen, die in uns gegeneinander arbeiten. And the wisdom aspect comes from the realization of the impermanence and the insubstantiality and the unsatisfactoriness of the conditioned world. Und der Weisheitsaspekt des Bodhicitta kommt von der Erkenntnis in die drei Merkmale des Seins, nämlich die Vergänglichkeit, die Substanzlosigkeit und die Leidhaftigkeit. So we realize more and more deep levels. Denn wir begreifen immer tiefer, this world is not going to give us what we're looking for. Dass diese Welt uns nicht das geben wird, was wir suchen. That the perfect solution to our problems does not exist. Dass die vollkommene Lösung unserer Probleme nicht existiert. And a natural tendency there for us to move away from the world. Und daraus folgt die natürliche Tendenz, dass wir uns von der Welt fortbewegen. But as we do that, and our awareness becomes more finely tuned. Und je mehr wir das tun und je mehr unsere Aufmerksamkeit sich verfeinert, it's almost like our ears become more open. Ist es so, als würden unsere Ohren weiter geöffnet sein. And our eyes become more alert. Und unsere Augen aufmerksamer schauen. And our sense of touch becomes more sensitive. Und unsere Empfindung in den Händen wird feiner. And through those senses come the cries and the sights of the suffering of the world. Und durch diese Sinne nehmen wir die Anblicke und die Laute des Leidens in der Welt wahr. So we try to move away, but at the same time we respond to what we hear. Also wir versuchen uns davon fortbewegen, aber wir gleichzeitig, wir antworten auch auf das, was wir wahrnehmen. So our heart, if you like, is pulled in two directions. Und unser Herz wird in zwei Richtungen auseinandergezogen. In this sense of your heart being pulled in two directions. Und dieses Gefühl unseres Herzens, was in zwei Richtungen gezerrt wird, is the conflict that we can really live in. Das ist der Konflikt, in dem wir wirklich leben können. Because although it's painful, it's an amazing and wonderful place to be. Und dieser Konflikt, obwohl er wirklich schmerzhaft ist, ein fantastischer Ort, um darin zu bleiben. Because it's sitting in that space with that pain, if you like. Denn in diesem Ort zu bleiben, mit diesem Schmerz, that allows this other dimension to break through. Erlaubt es, dieser anderen Dimension durchzubrechen. Because we realize that we can't respond to the suffering in the world on its own level. Denn wir begreifen, dass wir nicht dem Leiden in der Welt auf der Ebene des Leidens begegnen können. But neither can we close ourselves off from the suffering of the world. Und wir können uns nicht davor verschließen. And that tension has to give. Und diese Spannung has to break, yeah. Muss aufgelöst werden, muss irgendwann nachgeben. Or in another way, looking at our heart has to become so big. Oder eine andere Weise, das Gleiche zu sehen, ist, dass unser Herz so groß wird, that these tendencies cease to be in opposition. Dass diese verschiedenen Tendenzen aufhören, einen Gegensatz darzustellen. And we actually can live with that dichotomy. Und dass wir mit dieser Gegensätzlichkeit leben können. And we can imagine this as the kind of wisdom aspect and the compassion aspect together. Und wir können uns das denken als der Weisheitsaspekt und der Mitgefühlsaspekt, die zusammen sind. And I think in a practical sense what this might mean. Und im ganz praktischen Sinne, was das bedeuten kann, is that the solidarity of our actions. Ist, dass die Solidarität unserer Handlungen must come from the stillness of our meditative experience. Aus der Stille unserer meditativen Erfahrung kommen muss. But that the depth of our meditation experience. Aber dass die Tiefe unserer Meditationserfahrung must be fed by the solidarity of our action. Von der Solidarität unseres Handelns genährt wird. So that rather than being a tension, they become a rich interplay. So dass sie aufhören, einen Gegensatz, eine Spannung darzustellen und ein reiches Miteinander werden. So we recognize how powerful Samsara is. Also wir erkennen, wie mächtig Samsara ist. And we recognize the great effort that's required to pull away from samsara. Und wir erkennen, wie groß die Bemühung ist, die wir nötig haben, um von samsara uns zu lösen. But only because we want to help and move into samsara. Aber nur weil wir helfen möchten, weil wir in samsara hineingehen möchten, um zu helfen. Be in it and yet not being pulled back into the mud. Dort zu sein, aber ohne zurück in den Schlamm gezogen zu werden.
There's a quote from a Star Wars movie. Es gibt ein Zitat aus einem Krieg der Sterne Film, in which a Jedi Knight asks his master. In dem ein Jedi Ritter seinen Meister fragt. He says, "Master, why are the powers of darkness stronger than the powers of light?" Und er fragt ihn, Meister, warum sind die Kräfte der Dunkelheit, der Finsternis stärker als die Kräfte des Lichtes? And his master says, "No, no, 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 it's not like that." Und sein Meister sagt, so ist es nicht. They're not stronger. Sie sind nicht stärker. They're faster, they're easier, and they're more seductive. Sie sind nur schneller, leichter und verführerischer. And it's true. Und das stimmt. Have you ever realized how easy it is to be negative? Ist euch jemals aufgefallen, wie leicht es einem fällt, negativ zu sein? How easy it is to criticize. Wie leicht es ist, zu kritisieren. How easy it is to see the bad. Wie leicht es ist, etwas Schlechtes zu sehen. How easy it is to see what everybody else is not doing. Wie leicht es ist, zu sehen, was alle anderen nicht tun. And how contagious it is. Und wie ansteckend. It's worse than chicken pox. Das ist schlimmer als Windpocken. It just sprouts like that. Es blüht ganz schnell auf. And this is what we could call, or what Sangharakshita has called, the gravitational pull of samsara. Und das ist, was Sangharakshita die Schwerkraft von Samsara genannt hat. So we can actually, you know, as we start to meditate and we start to take very seriously the idea of having a spiritual practice, particularly if we start to take seriously this idea of the bodhisattva. Und wenn wir anfangen zu meditieren und eine spirituelle Praxis ernster zu nehmen, insbesondere dann, wenn wir anfangen, diese Idee von dem Bodhisattva ernster zu nehmen, and we try to bring our little jewel up out of the mud, und wir versuchen, unser kleines Juwel aus dem Schlamm hochzuheben, kind of try and shine it up, und wir versuchen, es ein bisschen zu polieren, so that it can shine its light out into the darkness, dass es sein Licht in die Dunkelheit ausstrahlen kann. But the mud's like, und der Schlamm zieht nach unten. And sometimes it's quite hard to kind of keep a little jewel up. Und manchmal ist es wirklich schwer, unser kleines Juwel hochzuhalten. And according to Shantideva, und Shantideva zufolge, who composed the Bodhicharyavatara, der das Bodhicharyavatara verfasst hat, which is the text that the sevenfold puja comes from, und das ist der Text, aus dem unsere siebenfältige Puja stammt, he says, er sagt, actually, I know this by heart, don't you? He says, "At night in darkness thick with clouds, a lightning flash gives a moment's brightness. So sometime by the power of the Buddha, the mind of the world might for a moment turn to acts of merit." Nachts in wolkenverhangener Finsternis spendet ein Blitzschlag einen Augenblick lang Helligkeit. So mag sich manchmal durch die Kraft des Buddha der Geist der Welt für einen Augenblick verdienstvollen Werken zuwenden. This being so, the power of good is always weak, while the power of evil is vast and terrible. What other good could conquer that, were there not the perfect awakening mind? Und doch ist das Gute stets schwach. Groß dagegen ist die Kraft des Bösen und schrecklich. Welches andere Gute könnte es überwinden, wenn nicht der vollkommene Erleuchtungsgeist? So this awakening mind is the bodhicitta. Und dieser Erleuchtungsgeist ist das Bodhicitta. And it's from this basis that we can really start to try to alleviate the suffering of the world. Und von dieser Grundlage aus können wir anfangen, das Leiden der Welt zu lindern. So may Vajrasattva bless me that this may happen. Möge Vajrasattva mich also segnen, so dass dies geschehen möge. Vajrasattva is the Buddha that represents purity. Vajrasattva ist der Buddha, der für Reinheit steht. Purification. Für Läuterung. And that's what we can do. Und das können wir tun. Because the bodhicitta isn't just going to arise because we think it might. Denn das bodhicitta wird nicht einfach entstehen, weil wir denken, es könnte das ja mal tun. This is what I realized quite soon after ordination. Das ist mir ziemlich bald nach meiner Ordination klar geworden. It hadn't happened within 6 weeks, nor within a year, nor within 2. Weil es nach 6 Wochen nicht passiert war, nicht nach einem Jahr und auch nicht nach 2. Here I am 23 years later still. Having a go. Und hier bin ich 23 Jahre später und ich versuche es noch immer. And I do believe that that's the important thing. Und ich denke, das ist das Wichtige. Because I think the effort in a way is everything. Denn ich denke, die Bemühung ist eigentlich alles in gewisser Weise. I suppose success would be quite good as well. Ich meine, ich hätte nichts gegen ein bisschen Erfolg natürlich. But in a sense, the Bodhisattva ideal is impossible. Aber in gewisser Weise ist das Bodhisattva-Ideal unmöglich.
To actually think that your practice can alleviate the suffering of all beings is madness. Wirklich zu glauben, dass unsere Praxis das Leiden aller Lebewesen zu Ende bringen kann, ist eigentlich verrückt. It's megalomania. Es ist vollkommen und absolut verrückt. We cannot do it on that basis. So können wir das nicht tun. But I do really believe that the desire to do it and the effort to create the conditions. Aber ich glaube wirklich, dass der Wunsch es zu tun und die Bemühung, die Bedingungen dafür zu legen, has its effect. Eine Wirkung hat. And even though it might be an impossible ideal, und auch wenn es ein unmögliches Ideal ist, why on earth should that stop us? Warum sollte uns das bloß aufhalten? In fact, I think it makes it all the more important that we go for it. In gewisser Weise macht es es nur umso wichtiger, dass wir uns voll dem hingeben. In the Bodhicaryavatara, Shantideva also says. Im Bodhicaryavatara sagt Shantideva außerdem. Therefore, I shall put this way of life into actual practice. Darum werde ich diese Art des Lebens wirklich in der Praxis umsetzen. For what can be achieved by merely talking about it? Denn was kann schon dabei entstehen, wenn ich nur darüber rede? Will a sick man be benefited by merely reading medical texts? Wird ein Kranker dadurch geheilt, dass er nur medizinische Schriften liest? No. Nein. So I'm sick. Also ich bin krank. I'm sick. My ego. I have an ego. Ich habe ein Ego. Das ist meine Krankheit. And the world is sick. Und die Welt ist krank. But let's act to alleviate that sickness. Aber lasst uns handeln, um diese Krankheit zu heilen. Let's try and create the conditions. Lasst uns versuchen, die Bedingungen zu schaffen, where our compassion can be really appropriate. Wo unser Mitgefühl wirklich angemessen sein kann. Where we find little acts of kindness. Wo wir kleine Handlungen der Güte finden. And we try to act appropriately. Und wir versuchen wirklich angemessen zu handeln. So where the bodhicitta has not arisen, may it arise. Also wo das bodhicitta nicht entstanden ist, möge es entstehen. Where it has arisen, may it ever flourish. Wo es entstanden ist, möge es immer zu blühen. Where it flourishes, may it never die. Wo es blüht, möge es niemals zugrunde gehen.